Leute, ich melde mich hier wieder mit einem neuen Commentary auf meinem Kanal zurück. Ja, und ich habe diesmal ein schönes Black Ops Gameplay am Start, hier mit der Kommandoschei gedämpft. Ja, und statt den Hunden habe ich diesmal diesen Hind mit, also diesen selbststeuerbaren Heli. Ansonsten ganz normal den Blackbird und den Chopper Gunner. Ich fand es auch gar nicht mal so schlecht, den auszuprobieren. Er hat ordentlich Kills gemacht und ich glaube, der macht sogar mehr Kills als die Hunde. Ist wahrscheinlich trotzdem nicht so interessant anzusehen, wenn man in diesem Ding sitzt. Ich meine, die Leute schreiben mir schon manchmal unter, ich will hier Call of Duty sehen und keine Flugsimulation, und das ist es hier so ein bisschen geworden. Aber der Score war ganz gut und obwohl ich jetzt am Anfang fehle, will ich das doch mal zeigen. Ja, aber darum soll es natürlich heute auch nicht gehen, denn es geht nie ums Gameplay, müsst ihr ja mittlerweile wissen. Denn ich habe gestern einen interessanten Artikel gelesen, also eine interessante News, und darum ging es um diese MW2 Flughafenmission. Ich denke mal, jeder von euch kennt sie. Der Fahrstuhl geht auf, Makarov steht vor einem und sagt noch No Russian oder kein Russisch, und dann geht's los. In einer Metzelschlacht, wo Passanten umkommen, ein Terroranschlag auf einen russischen Flughafen halt. Ich denke mal, jeder kennt es. Und ja, dieses Thema ist eigentlich uralt, aber gestern hat sich dann dieser, dieser Designer, sag ich mal, dieser Mission geäußert, warum er diese Mission denn so haben wollte, beziehungsweise so gestaltet hat. Und er hat halt gesagt, man soll als Spieler so wirklich den Hass auf Makarov mitbekommen. Also man soll ein persönliches Gefühl, sollte es aussuchen, eine Emotion oder so, hat er gesagt. Und es sollte halt ein Hass auf Makarov entwickelt werden. Und da habe ich mich mal gefragt, ob überhaupt solche, ja ich sag mal, skandalösen Missionen in so einem Call of Duty dabei sein müssen. Ich meine, seit dieser Flughafenmission war in jedem Call of Duty irgend sowas dabei. In Black Ops war es jetzt diese Folter-Szene, die auch in Deutschland geschnitten war. Da wurden denen am Scherben im Mund ja gepackt und er wurde geschlagen, um irgendwie Informationen zu bekommen. In MW3 war es dann auch diese eine Szene mit dieser Kamera, wo so ein kleines Mädchen da auf der Straße spielt, ein Stück zurückgeht und dieser Lieferwagen explodiert und die dabei umkommt. Das war ja auch so eine kleine Skandalszene in dem Spiel. Und ich bin mal gespannt, ob das jetzt so weitergeht in den nachfolgenden Call of Duty Teilen, also Black Ops 2 und MW3, aber das denke ich mal schon, aber ich weiß auch nicht, warum die das immer reinpacken. Auf der einen Seite kann man natürlich sagen, es ist nur ein Spiel, klar, ich kann unterscheiden jetzt zwischen Spielen und Realität, das juckt mich jetzt nicht so wirklich, wenn da jetzt irgendwie so ein paar Pixelmännchen umkommen oder Pixelmännchen gefoltert werden, das stimmt schon, aber auf der anderen Seite muss man ja mal sehen, so von der Politik her sind Killer, oder ich sage jetzt auch schon Killerspiele, sind solche Ego-Shooter halt relativ umstritten, und wenn dann noch solche Szenen dabei sind und die das dann sehen, dann flippen die doch total aus und drehen am Rad. Und das ist doch gar nicht gerade förderlich, besonders hier für unsere Politik in Deutschland. Ich meine, in Amerika ist das vielleicht noch ein bisschen was anderes, aber ich denke mal, es ist nicht gerade förderlich jetzt, dass irgendwelche Menschen, wenn man jetzt irgendwen hat, der jetzt Ego-Shooter eh nicht so mag und dem dann noch so eine Szene zeigt, ich denke, der dreht dann völlig ab. Ich denke, das ist nicht gerade schlau, so muss man das ja auch mal sehen. Und ich persönlich brauche solche Szenen eigentlich auch nicht in diesem Call of Duty. Es können ein bisschen actionreich sein, wie es auch immer ist in der Singleplayer-Kampagne, aber so eine Flughafen-Mission brauche ich jetzt nicht. Ich fand die auch total langweilig. Na gut, ich habe auch die deutsche Version von MW2 gehabt. Da konnte man dann eh nur mitlaufen und hat nichts gemacht. Und sobald man, ich glaube, auf wen geschossen hat, dann wurde man, da stand da einfach, man darf nicht auf Zivilisten schießen und die Mission war vorbei, also war relativ langweilig. Ich weiß nicht, wie es gekommen wäre, wenn ich diese Mission vorher nicht gekannt hätte, also ich lese ja wie jetzt auch schon wieder fleißig News über die kommenden Call of Duty Teile und da wusste ich natürlich schon Bescheid, dass so eine Flughafenmission dabei ist. Und ich wusste auch, als ich am Anfang da ankreuzen wollte, ob ich die haben will oder ob ich die nicht haben will, was da auf mich zukommen wird. Und ich denke mal, von daher war das relativ langweilig im Endeffekt für mich. Ich denke mal, das war der Hauptgrund, weil ich einfach schon wusste, was auf mich zukommt. Aber ich habe jetzt nochmal das Video von dieser Mission gesehen im Englischen. Also im englischen Teil, da ist sie ja unzensiert und da ballert man ja auch fleißig mit auf diese Zivilisten. Und ich muss sagen, jetzt nach so ein paar, ich sag, es sind ja eigentlich schon Jahre, wo das Spiel jetzt draußen ist, fand ich die doch eigentlich relativ erschreckend für so ein Spiel. Ich meine, auf einmal geht diese Tür auf, da stehen ein paar Zivilisten und man ballert einfach drauf. Die versuchen sich da auch noch, wie gesagt, das sind nur Pixelmännchen, aber sie versuchen sich da auch noch so ein bisschen in Sicherheit zu bringen, krabbeln da über den Boden, halb verletzt und man ballert einfach drauf. Irgendwo ist es natürlich dann schon heftig, finde ich, und besonders in so einem umstrittenen Bereich wie Ego-Shooter, da sollte man vielleicht das nicht gerade noch so provozieren und solche Szenen einbauen. Ich weiß nicht, wie ihr es seht, schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr solche Szenen gut findet, ob es euch jetzt auch geholfen hat, diesen Hass gegen Makarov zu schüren, um halt dann
ja, mehr davon mitgerissen zu werden. Also der Entwickler wollte ja, oder der Designer der Mission, dass man dann diesen Hass entwickelt und von der Mission richtig gepackt wird und oder von dem Spiel richtig gepackt wird und unbedingt kriegen will. Bei mir war es halt nicht so, weil ich schon wusste, was passiert, und ich finde, dazu haben sie es auch zu schlecht umgesetzt. Makarov war da zwar die ganze Mission neben einem, aber der trat da nicht wirklich in den Vordergrund, vielleicht jetzt am Ende, wo er dann einen selber erschießt, aber das war es dann auch schon. Und von daher fand ich diese Aktion relativ lächerlich. Es kann natürlich auch noch sein, das geben die natürlich nicht zu, dass sie diese Mission nur eingebaut haben, um halt ein bisschen Medien, in den Medien erwähnt zu werden, um das Spiel bekannter zu machen, denn man weiß ja, umstrittene Sachen werden doch ganz gerne gekauft. Ja, schreibt mir mal in den Kommentaren, was ihr dazu meint. Ich finde halt, es muss nicht sein. Das Gameplay endet jetzt hier auch mit 32:2. Mein Name ist MegaQuest und ich bin jetzt raus. Ciao!